Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit dem wunderschönen Krankenhaus hier. So, wir müssen jetzt erstmal gucken. Beim Psychiater läuft es, beim Allgemeinmediziner läuft es langsam auch, das ist sehr schön. Apotheke ist gerade gar keiner unterwegs, ist aber okay. Und ich würde sagen, wir kümmern uns doch langsam mal um eine, ja, eigentlich brauchen wir auch eine Toilette, aber... Jetzt ist die Frage, sollen wir die Toilette mit hier hinbauen oder sollen wir die laufen lassen? Ich glaube, es wäre ein bisschen sinnvoller, wenn wir die hier mit hinbauen. Nee, jetzt keine weitere Ausbildung. Okay, wir bauen die Toilette hier hin. Jetzt ist die Frage... Achso, warte mal. Hä? Wir wollen ja hier... Hä? Ist ja doof, wenn ich die hier hinbaue. Weil wir wollen ja hier... Soll ja die Radiologie hin. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Was wir eigentlich jetzt schon machen können. Okay, kostet jetzt schon 30.000, das ist aber okay. Ein Arzt wird 61.000 ist auch noch okay. Ach jetzt, ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Wie, wo, warum? Okay, wenn das Ding weg ist, dann geht das, okay. Gut, dann müssen wir das Objekt wieder verkaufen. Das ist halt so. Und... Machen wir hier eine Heizung hin. So. Nein. Der Assistent macht gerade Pause. Gibt keine Aufnahme. So, eine Uhr. Ein Stühlchen könnte man ja auch wieder hinmachen. So. Wurde Jasmine Odyssey auf der Straße von Fans bedrängt. Konnte sie aber abhängen, indem sie sich in einem nahegelegenen Krankenhaus versteckte. Die Pressemitteilung spricht von einem Wohltätigkeitsbesuch. Ich liebe diese PR-Leute. Sieht natürlich jetzt doof, weil ich habe irgendwas. Warte mal, wenn ich jetzt hier eine Toilette hinmache, haben wir einen Einsatzgang. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Wie habe ich denn das hier nochmal? Warte mal. Der Raum müsste eigentlich, glaube ich, hier hin. Aber wir können natürlich den Raum auch hier so lassen. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Eck genau mit der Kante an. Hier ist es eins über der Kante. Das heißt eigentlich, wir müssten den Raum so hinmachen. Also habe ich das auch geplant, ne? Okay. Ist jetzt halt nur die große Frage, ob wir das so machen. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Weil, ich würde hier dann doch gerne. Warte mal. Wenn wir das jetzt den Raum hier hin machen und... Nee, halt.
den Raum hier hin machen. Eck das mit der Kante hier an und das eckt mit der Kante hier an. Problem ist, ich glaube, wir kriegen hier keine Toilette mehr hin, ne? Doch, wir würden hier sogar eine Toilette hinbekommen. Wird eine sehr kleine Toilette. Gut, man könnte auf der Seite jetzt auch noch eine Toilette hinmachen. Wir versuchen es einfach mal, ne? Okay, dann haben wir hier schon mal eine Toilette. Dann machen wir das halt zu. Dann machen wir da eine Toilette hin, dann machen wir das halt so. So funktioniert das natürlich auch. Jetzt ist die Frage, ob ich hier auf der Seite genau dieselbe Toilette hinmache. Wäre an sich gar nicht so doof, ne? Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Jetzt haben wir hier drei Toiletten nur, ne? Ist jetzt nicht so viel. Eine kleine Erinnerung daran, dass dieses Wochenende der jährliche Wohlfahrtslauf von Two Point stattfindet. Aber wir können mal damit anfangen. Solidaritätsarmband zu tragen, wenn ihr unbedingt von der Regierung überwacht werden wollt. So, dass sich die Leute hier hinsetzen können. Hier vorne würde ich auch sagen, machen wir jetzt einfach einen kleinen Warteraum hin. So, ist jetzt die Frage, wie wir das hier machen. Sollen wir... Nee. Komm, dann machen wir das so. So. Hey, wo machen wir den Mülleimer hin? Gute Frage. Machen wir mal hier hin. Mal gucken, ob das reicht. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keinen Todesfall gehabt. Ja, stimmt. Kein Todesfall gehabt. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Ich bin schon ein bisschen stolz auf meine Leute. Könnte man hier eigentlich ein Telefon hinmachen? So. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Eine schöne Uhr könnte man. Machen wir hier mit hin. Zeichnungen können wir hier mit hin machen. Zum Lesen ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn wir sagen, dass wir jetzt hier... So. Ein Arzt zum Megascanner, bitte. So. Okay. Jetzt ist die Frage, wie wir... Warte mal, könnte man hier... Hier eine Blume hinmachen? So. Und, aha. Gut, hier könnte man Zeitschriften verkaufen, das ist gar nicht so schlecht. Ach stimmt, auf Toilette, warte mal, hier fehlt eine Dings, ne? Hier fehlt eine Heizung, aber, ja doch, hier könnte ich eine hinmachen.
Gut, dann machen wir das so. Ist ja nur die Toilette, die muss ja jetzt nicht so nobel aussehen, ne? Ist eine Toilette. Okay. Radio schön. Da können sich zumindest hier schon mal die Leute hinsetzen. Ich bin Sir Nigel Bickleberth. Zu Ihren Diensten. Lassen Sie uns eine weitere Sendung mit etwas beginnen, das ich Musik nenne. Kopfschmerzen können wir jetzt gerade nicht machen. Befördern. Die haben Wunschvorstellungen. Patienten nach Hause schicken. Ja, können wir versuchen. Haben wir nicht. So. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Okay. Können wir den Megascanner nicht? Ne, können wir noch nicht, ne? Röntgen können wir auch noch nicht verbessern. Wir müssen mal gucken, dass wir die zwei Geräte mal upgraden können. Aber es läuft hier vorne schon mal ganz gut langsam der Laden, ne? Also man kann hier vorne nicht meckern. Ich würde trotzdem sagen, dass wir hier... eine Toilette nochmal hinmachen. Dann können wir nämlich hier dasselbe hinmachen. Warte mal, da könnte man sagen... hier auf dem Gang ist es ziemlich kalt, ne? Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt... Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Sieht scheiße aus, ne? Wenn wir jetzt hier so eine Heizung hinmachen, so ein Heizkörper, sieht echt doof aus, ne? Schade, passt nicht, zu groß. Machen wir das hier so hin. Okay, das können wir ja auch mal machen. Ne, das funktioniert so auch. Wir entschuldigen uns für den Müll, den vor den Toiletten könnte man ja Sitzgelegenheiten hinmachen, so. Okay, wir müssen aber trotzdem jetzt mal ein bisschen gucken bezüglich der Wärme. Warte mal, passt hier der Heizkörper noch hin? Ja. Okay, weil hier ist es kalt. Hier müssen wir echt mal gucken. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Moment mal, wenn ich jetzt... kann ich die Mini-Heizkörper auch hier draußen hinbauen? Nee. Aber was ist denn jetzt, wenn ich jetzt... Guck mal, macht auch wärmer. Oh fuck, wird ein bisschen zu warm hier, ne? Warte mal, dann könnte man eigentlich... Warte mal. Eine Klimaanlage könnte man hier mit hinbauen. So, dann haben wir das so halt geregelt. So ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Patienten ausschicken, Patienten nach Hause, okay. Und befördern. Okay, dann läuft der Laden hier vorne eigentlich auch langsam, aber sicher schon. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das nächste, was wir brauchen, ist, glaube ich, langsam eine Station. Dass wir Richtung Station gehen. Was könnte man hier noch hinbauen? Das ist jetzt die große Frage. Würde ich hier ein Spritzenhaus hin? Ein Spritzenhaus würde hier sogar hinpassen. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Das ist eine Diagnose, Flüssigkeitsanalyse. Und das ist eine Behandlung. Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier einen Spitzenhaus hinmachen. Warte mal, so. Gibt es in diesem County einen scheußlicheren Ort als die Meltdowns?
Nichts als ein vergiftetes Ödland. Nun, als ich ein junger Bursche war, war es gerade mal ein Ödland. So sieht also dieser sogenannte Fortschritt aus. Ja, machen wir hier hin. Machen wir hier hin. Ein Arzt wird am Megascanner verlangt. Nein, der Arzt macht bestimmt gerade Pause. Lass den Arzt Pause machen. Kriegt man das nicht ein bisschen näher ran? Ich glaube, näher geht nicht, ne? Okay. Ein Arzt wird am Megascanner verlangt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe nämlich gerade gehört, dass wir irgendwo einen Todesfall hatten, ne? Aber es liegt einfach daran, dass die Leute jetzt in der Warteschlange verrecken. Das ist halt gerade so. Warte mal, hier wird doch ein Arzt bestimmt. Nee, Pflegepersonal. Okay. Schwachsinn. Nein. Können wir versuchen. Nein. Und Discofieber. Boah, sollen wir das wirklich riskieren? Ja, wir können es ja mal versuchen. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Was ist eigentlich mit unserem Hausmeister? Wieso kümmert er sich hier nie? Jetzt fängt das nämlich gerade an, dass die alle in der Warteschlange sterben. Das ist so nervig. Ein Arzt zum Megascanner, bitte. Wir brauchen jetzt einen hier, der sich... Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht jetzt noch einen bekommen, der schon eine Spritzenausbildung hat. Wenn nicht, bilden wir auf oben den aus in Dirk. Geht ja auch erstmal. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Okay, dann machen wir das anders. So, weiterbilden. Ja, Spritzenverwaltung und los geht's. Machen wir das so. Und wir machen erst einmal, würde ich sagen... So, jetzt. Und das Zimmer machen wir jetzt erstmal zu. Schließen wir jetzt erstmal. Und dich schicken wir mal bitte nach Hause. Du bist krank. Ich möchte keine kranken Leute in mein Krankenhaus haben. Dankeschön. Das ist ein Krankenhaus für gesunde Leute. Die Geld haben. Okay. Okay, die Weiterbildung läuft hier, das ist sehr schön. Ja, das Problem ist, wir haben jetzt die Todesfälle, die in der Warteschlange leider sterben. Das ist ein bisschen doof. Aber na nee, gut, so ist es halt. Ich weiß halt nie, wie man das am besten hinbekommt, ne? Das ist, Wir brauchen definitiv hier mal einen Arzt wieder für die guten Geräte hier, ne? Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ja. Nee, das ist okay.
Das ist auch okay. Ein Arzt wird in der Arztpraxis. So, mein Guter. Jobs, du kümmerst dich jetzt mal erstmal nur um das Spritzenhaus. Dann können wir nämlich das Spritzenhaus jetzt wieder hier eröffnen. Haben wir gerade nicht. Okay. Und ja, könnte man eigentlich Psychiater 2 geben. Was ist denn mit unseren anderen Psychiater? Hier, gucken wir mal. Gehen wir beide. Gut, haben wir jetzt erstmal keine Psychiater, aber dann ist halt so. Ne? An sich läuft das hier richtig gut. Das Problem ist einfach... dann doch ein bisschen so die Warteschlange. Wir bräuchten echt jemanden, der sich hier... das ist halt das Problem, ne? Also die zwei Behandlungen plus, das bringt mir halt absolut gar nichts. Weil, das ist hier nur Diagnose. Und das ist, glaube ich, auch nur Diagnose. Da bringt mir irgendwie der Arzt nichts, der nebenbei noch Behandlung hat. Also, das ist total schwachsinnig, weil den würde ich dann schon gerne nur auf Diagnose trimmen. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Er hat schon mal einmal Diagnose. Dann machen wir hier kein Kurs verfügbar, alles klar. Hä? Achso, stimmt, Psychiater. Okay, alles gut. Wir machen ja gerade Psychiater. Kurs, ja, das können wir schaffen. Nein. Okay, das heißt, den Ehenarzt müssen wir nach einem Psychiaterkurs definitiv dann... Was ist denn bitte bei denen los? Sucht nach Arbeit. Ist jetzt... jetzt habe ich ein Spritzenhaus und keiner will zum Spritzenhaus, oder was? Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Können wir gerade nicht. Weil die sitzen ganz hinten, ne? Anstatt die sich ganz nach vorne setzen, die sind nur zu zweit. Ne, setzen sie sich natürlich ganz nach hinten. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Okay, jetzt haben wir wieder zwei Psychiater, die sich auch ein bisschen weitergebildet haben. Das ist sehr schön, das freut mich doch. Gut, das ist natürlich jetzt klar, dass die Leute alle hier in der Warteschlange sterben, aber na gut, ist halt so. Ja, ist okay. Aufsteigender Stern, Arbeitgeber des Jahres, mehr haben wir nicht bekommen, okay. Ja gut, bestes Lehrkrankenhaus kriegt man noch hin. Krankenhaus mit dem höchsten Prestige, ne? Ist es, ne? Achso, na gut. Ist klar, dass wir es nicht haben, weil wir nur zwei Preise bekommen haben, ne? Aber jetzt haben wir dreimal gewonnen und das haben wir auch dreimal gewonnen, ne? Jetzt schon. Okay, ja, also wir haben jetzt schon mal zwei Psychiater, die sich jetzt weiterbilden und wir haben natürlich dann bald auch einen Arzt, der sich auch um... ich weiß gar nicht, scheiße, für was haben wir jetzt... warte mal, muss ich nochmal gucken, wir haben jetzt einen, ich weiß gar nicht, ob es ein Arzt war. Genau, er.
Der Gute soll jetzt nämlich Radiologie bekommen. So. Und was wir gleich bei denen auch eigentlich auch einstellen können, dass er natürlich nur in dem Bereich arbeiten darf. Ne? Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das können wir gleich mal machen. Der Hausmeister wird zur Reparatur des Röntgenstrahlengeräts benötigt. Nein, nein, nein. Und hier darf der gleich auch arbeiten beim Megascanner. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Also, es läuft an sich besser als gedacht. Solutions ist garantiert, dass es lang ist, wo sie sterben würden. Problem ist, was mich gerade ein bisschen ankotzt, ich habe jetzt hier ein scheiß Spritzenhaus und irgendwie... Megacard. Experimentelle Behandlungen sind für Mitglieder von Jumbo Plus verfügbar. Einer in der Warteschlange. Warum geht er dann? Geld in unseren Händen. 24 Stunden am Tag. Warteschlange 1. Ah, jetzt, okay. Bitte lassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Da ist die Patientin, okay. Das will ich mir nochmal ganz kurz hier angucken. Au! Da hat man ja richtig Bock auf Spritzen, wenn man sowas sieht. Sterben schon wieder alle in der Warteschlange, ne? Sowas nervt mich am meisten, wenn die Leute in der Warteschlange sterben. So, das müsste jetzt der Arzt hier sein, ne? Genau. Und den Arzt erlauben wir jetzt auch noch zusätzlich... Genau, hier bei beiden zu arbeiten. Und der darf dann erstmal nirgendwo anders arbeiten. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir zu denen halt sagen, wirklich nur in den zwei Betrieben, denn Warteschlange 5, Warteschlange 2, jetzt haben wir natürlich zwei Ärzte, das heißt, der eine Arzt wird natürlich komplett entlastet erstmal, das ist sehr schön. Und die Warteschlangen verschwinden erstmal hier ein bisschen. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Ne, ihr merkt ja, ne, die Leute sterben jetzt gerade alle in der Warteschlange, was jetzt nicht so schön ist. Können wir versuchen, ja. Und ja, da wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.